Hallo. Hey, na? Hey. Tut mir leid wegen gestern. Mir tut's leid. Ich vermisse dich doch auch. Ja? Ja. Wirklich? Weiß schon gar nicht mehr, wie du dich anfühlst. Deswegen die süßen roten Lippen? Hm? Und ein Glas Wein habe ich mir aufs Zimmer bestellt. Echt gut. Denn wie viel das Glas Wein ist es denn? Das ist das anderthalbste. Anderthalbste. Sehr süß. Ich vertrage nichts mehr. In Indien gab es keinen Alkohol. Nee, stimmt, da gibt es ja immer nur so Yogi-Tee oder sowas, ne? Oh. Yogi-Tee mit Schuss. Ja, genau. Du siehst Und bei aber. dir? Gibt es bei dir auch was zu trinken? Ja, ich habe hier noch einen sehr guten Rotwein. Nee, Rosé. Einen guten Rosé. Ich glaube, den haben wir auch Oh. schon mal getrunken. Oh, ich liebe ihn. Vielleicht möchtest du auch ein Gläschen trinken und dich zu mir gesellen. Den möchte ich lieber live trinken. Siehst gerade so süß aus. Sag mal. Ich versuche gerade sexy zu sein. Ja, das bist du. Voll. Ja, nee, du sagst, du siehst so süß aus. Boah, egal was ich mache, irgendwie geht der Schuss nach hinten los. Nein, überhaupt Du nicht. siehst. Ich habe das schon früher mal gehasst, wenn meine Mama zu mir gesagt hat, irgendwie, du siehst so süß aus. Und ich habe dann gesagt, ich möchte nicht süß aussehen, ich möchte schön aussehen. So als kleines Mädchen, weißt du? Ich weiß, das hast du mir schon mal erzählt. Aber ich finde, du siehst süß schön aus. Und wenn ich jemanden ganz lange nicht mehr gesehen habe, so wie dich, der mir so nah ist, so wie du, dann muss ich das einfach mal sagen, weil du, ja, weil ich dich auch vermisse. Und wenn ich dich nicht so ein bisschen auch süß attraktiv finden würde, dann wäre das echt schade. Ich finde, das gehört total dazu. Außerdem macht dich das ja wahnsinnig sexy, wie du da dein Glas gerade an deiner Lippe runter tropfen lässt. Wo ist denn dein Rosé? Oder musst du schon wieder arbeiten? Du wirst lachen, ich muss tatsächlich gleich los, aber es ist heute nicht ganz so tragisch, weil ich habe so eine Zwischenschicht irgendwie. Das heißt, es ist nicht richtig spät, aber auch nicht richtig, also ich muss nicht richtig da sein, sondern ich mache so eine Übergabe und dazu muss ich vor Ort sein. Da brauchen Sie unbedingt dich. Tja, wenn du mich so sehr, Lego wenn du mich so sehr brauchen würdest wie die dort mich, dann wäre die Welt in Ordnung. weißt gar nicht, wie sehr ich dich Ah! Deswegen bist du so ungehalten wahrscheinlich. Ah. Na, pass auf, ich hole mal brauche. kurz den Wein. Wenn du gleich zur Schicht musst. Wenn ich was werde? Ich dachte, du musst zur Schicht, du kannst doch Ach, nicht. das ist dieser gute Rosé. Oh. Ich hoffe, davon hast du noch eine Flasche, damit wir unser Wiedersehen gebührend feiern können. Wenn ich sie so ein bisschen dann über deinen Körper tropfen lasse oder wir mal zusammen duschen. Dann leck ich dir den aus deinem Bauchnabel. Ach, nein. Aus der Flasche, ey, was bist du für ein Kretin? Ich glaub's nicht. Ich habe jetzt kein Glas zur Hand. Du wüsstest, wenn du wüsstest, wie es hier aussieht. Das dürfen wir niemandem erzählen. Was, dass ich aus der Flasche Sonst trinke? dürfen wir niemals heiraten, dann würden meine Eltern gleich sagen: Weil ich Prost aus der auf dich. Flasche trinke. Ja. Mach mich nicht fertig. Guck mal, die ist fast leer. Das ist ja wie so eine Neige, die noch übrig ist. Das ist bestimmt auch anderthalb Glas. Ja, und das Schöne ist, es ist total lecker. Und ich habe mir gestern nach unserem Gespräch die halbe Flasche reingezogen. Damit, Was? naja, klar. Das hat mir auch wehgetan. Du hast angefangen. Okay, wir fangen nicht wieder von vorne an. Stichwort Material. Also ich wüsste schon, was ich ganz genau mit dir machen würde, wenn du jetzt hier wärst. Aha. Cuéntame. Das ist Pardon? Spanisch, das heißt, erzähl mal. Ja, dazu müsstest du jetzt deine Augen schließen. Stell dir vor, es ist ganz warm.
Es ist so ein spa-ähnlicher Bereich, überall dampft es. Und du bist ganz entspannt, hattest vielleicht gerade eine sehr gute Massage. Vielleicht sogar von mir. Aber das ist gar nicht so wichtig. Und es sind überall Duftkerzen, ein ganz wohliger Geruch. Und du lässt dich nieder auf deinem, ja, liegestuhlartigen Matte. Ach, Mensch, was sind das denn für Dinger da? Sind das so Liegestuhlmatte? Also, Weißt du, worauf ich was mal im richtig. Kontext werden soll, ich schlafe gerade fast ein. Es ist eher so einschläfernd. Also, es verfehlt gerade die. Naja, egal. Nice try. Du kannst ja. Mach doch mal einen YouTube-Channel. Lern doch mal ein bisschen, wie das geht. So. Hey, wie mache ich Telefonsex mit meiner Freundin, die in Wenn sie denn Philippinen nüchtern ist, die da. Freundin, dann hätte ich damit wahrscheinlich keine Probleme. Okay, pass auf. Wir machen das mal. Wir machen beim nächsten Ding machen wir einen Telefonsex. Wir haben jetzt ein Telefonsex-Date. Ja. Okay, ich bin gespannt. Ich freue mich wahnsinnig. Mit diesen tollen Gedanken gehe ich jetzt los. Freut mich. Danke, schön, dass du Und ich mich. bleibe hier einsam und verlassen und trinke mein Wein. Ja, und denk an mich. Vielleicht machst du mal die Augen zu und denkst einfach an mich. Bis später. Tschüss. Okay.